Willkommen zurück zur Let's Play GTA Academy 2013. Wir widmen uns bereits den Spezialveranstaltungen zur Feier des 15. Jubiläums von Gran Turismo. Und wir gehen mal rein in die zweite Veranstaltung, denn die erste haben wir bereits in der letzten Folge perfekt mit Gold abgeschlossen. Naja, perfekt weiß ich nicht. Und hier müssen wir eine 1.12,947 schlagen, die Toyota WD aufgestellt, das meinte ich. So. Dahinter geht der 13 Drift, Red Bull, Geil und Dumi 98, das sind die Leute aus meiner Freundesliste. Das heißt, das sind ein Teil der Abonnenten da draußen, die diese Zeiten hingelegt haben. Und dann gucken wir doch gleich mal, ob wir das toppen können. Denn bisher bin ich überall bei Gold gelandet und ich bin überall unter den Freunden gelandet. Und da möchte ich natürlich hin. Mit einer Zeit von 1.12 geben wir uns nicht zufrieden. Wir möchten am liebsten natürlich die 1.8,7 schaffen. Die KHMNT gemacht hat und damit momentan weltweit führender ist. Selbst wenn wir nur eine 1.12 schaffen, dann sind wir trotzdem noch unter den Besten auf Platz 1 meiner Freundesliste. Aber Gold muss sein, das ist die Devise dieser Folge. Bin gespannt, welche Streckenabschnitte wir jetzt fahren dürfen. Auf jeden Fall erstmal über die ganz normale Startzielgerade, hier über die neue, wo dann rechts die komische Boxengasse ist. Und erstmal direkt abgekürzt. So muss es sein, meine Freunde. So und nicht anders. Ach, hier geht's weiter. Oh. Ich sollte mal auf die Karte gucken. Oha, jetzt kommt hier so eine Rechtskurve. Ich kenne die Strecke halt überhaupt nicht. Interessant. Und so kommen wir dann wieder in den letzten Sektorbereich, okay? Also fahren wir praktisch einen Teil von Sektor 1 und dann den letzten Sektor. Der normalen Strecke natürlich, ne? So, dann fahren wir hier natürlich nochmal ein bisschen über Grün, ist ja egal. Wir sind eh schon auf Rot von der Zeit. Wir dürfen halt nur die nächste Runde nicht ungültig machen, dadurch, dass wir jetzt hier irgendwo abkürzen. Ich weiß nicht, warum man die Schikane im ersten Gang fahren sollte. So, neuer Versuch, ab geht es. Und ich denke, eine 2.12 ist drin. Wenn wir jetzt eine 1.12 ist drin, wenn wir jetzt eine 1.14 gefahren haben und mal überlegt, wie viele Fehler da drin waren, dann geht das auch besser. Die Kurve war sicherlich auch nicht ideal, aber zumindest war sie und sie war nicht rot. Das ist erstmal das Wichtigste. Erstmal eine Zeit aufstellen, dann können wir uns am Geist orientieren und uns an der Geistzeit hochhangeln. Zu spät, zu spät, zu spät. Ja. Schikane verpasst, nicht gut. Und da sind wir mit der Silbertrophäe im Ziel noch eine Sekunde drüber über der goldenen Zeit. Wahrscheinlich 12.000. Rang. Oh, da habe ich zu weit runtergeschaltet. Na, ein wenig Führung vorm Geist haben wir. Da haben wir es 0,093 Sekunden. Nicht viel, aber immerhin etwas. Und hier sind wir besser aus der Kurve raus. Wir haben jetzt noch ein bisschen mehr
den Vorsprung ausgebaut. Das war nicht so toll. Das ist besser. Nein. Nächste Runde ungültig. Woo, party hard. Wahrscheinlich wird das jetzt eine unter 1,12 sein und durch meinen blöden Fehler ist sie ungültig. Ja, also da können wir noch viel mehr Zeit rausholen auch. Die zweite Kurve ist nicht ganz so geil. Dann hier die 90-Grad-Kurve, die fällt schon ganz gut hin. Das war zu spät. Ah, ging noch. Ist ja gerade eh ungültig, deswegen gehe ich hier mal ein bisschen vom Gas. Denn wir müssen eine gute Auffahrt finden hier, da. Ach komm. Jetzt habe ich keinen Bock, nochmal eine ganze Runde zu fahren. Da starte ich lieber neu und fahre von der Schikane nochmal los. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber kann ich nachvollziehen. Ich komme ja streng genommen von der Strecke ab, wenn ich da auf diesen kleinen Grünstreifen fahre. Und ich könnte es ja vermeiden. Wenn ich bremse, dann fahre ich halt nicht über einen Grünstreifen. Kann dann halt nicht so schnell fahren. So, ein neuer Versuch. Diesmal ein bisschen langsamer. Los geht's. Direkt mal die erste Kurve verpasst. So muss es losgehen. Ach komm, Strecke verlassen stimmt jetzt aber nicht so ganz, ne? Ich bin auf der Strecke geblieben, vielleicht bin ich aus dem markierten Bereich gefahren. Ja, aber die Strecke war dann noch. Na egal, ich schaffe die 1,12 schon irgendwie. So, da vorne verbremst der Geist jetzt sich wieder wunderbar da. So, jetzt sind wir schön schnell auf die Startzeit gerade, so muss es sein. Erste Kurve, sehr schön. Nein! Ja, Mann, da habe ich die Kontrolle verloren. Ach komm, Strecke verlassen habe ich nicht. Ich habe wieder die Markierung nur überfahren. Das ist ein Unterschied. War blöd gefahren. Mann, da habe ich so einen guten ersten Sektor hingelegt und dann... Naja, ihr habt es ja gesehen. So, jetzt schön schnell wieder auf die Startzielgerade. Neuer Versuch. Wieder schöner erster. Schöne erste Kurve, ist noch nicht der erste Sektor. Tja, so kann man seinen Vorsprung auch verspielen.
So, jetzt müssen wir da nur noch ein bisschen was rausholen. In der Schikane. Nein, ich bin so ein Trottel. Na, wenigstens ist die nächste nicht ungültig, immerhin. Nur die milde Strafe. Ach. Ja, bei mir läuft gerade gar nicht. Nicht wirklich. Also nochmal hier. Lalalala, Schikane, ne? Schön schnell auf Startziel. Wunderbar. Das ist ein guter Anfang für eine eventuell goldene Zeit. Ordentlich. Sehr nice. Ja, schön. Gib mir die Zeit. Eine Sekunde, 0,099 Vorsprung. Sehr schön. Das ist so ziemlich der Vorsprung, den wir brauchen für jetzt gleich. Fürs Ziel. Gib mir nochmal eine Zeit. Bitte. Okay, wir kriegen keine Zeit mehr außer dem Ziel. Und jetzt Vollgas. Ach komm, der ist so weit hinter uns, das reicht. Das reicht. Und wie es reicht? Gold. 3477, also was aussieht. Ich gehe erstmal eben raus hier. Alle Mann raus! Partymusik, neuer Rekord. 1:11,305. Wunderbar, 2 Sekunden aufgeholt zur Zeit, die wir vorher hatten. Sehr nice. Und wenn ihr euch mal anguckt, die Bestzeit momentan liegt nochmal 2,5 Sekunden darunter. Das ist halt krass. Da komme ich mit meiner Leistung überhaupt nicht hin. Immerhin unter den Top 3500 weltweit mal wieder eine ordentliche Leistung, finde ich. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge geht. Deswegen versuchen wir uns noch ein paar Mal daran. Diesmal in einem etwas anderen Cockpit, kann ich ja nicht sagen, Cockpit ist ja Cockpit, in einer anderen Sicht sagen, einfach mal nämlich in dieser schicken Sicht. Ja, das fängt ja schon toll an. Shit. So, Vollgas, Vollgas. So, erste Kurve schon mal ordentlich verbessert. Mann, da musste ich ein bisschen ausweichen. Schade. Schade, schade. Also ich bleib dabei, in dieser Stoßstangenansicht kann ich persönlich wesentlich besser mit dem Wagen hantieren als in der Cockpit-Ansicht. Ich kann auch so viel mehr mit dem Gewicht spielen, vielleicht mal einen Drift provozieren oder so.
liegt mir halt besser. Ich denke mal, damit könnte ich auch meine Zeit noch verbessern. Ja, das war jetzt leider ein bisschen zu viel über den Curb. ...1,4 Sekunden Rückstand. Aber nicht mehr lang. Muhahaha. Na, seht ihr, das wäre jetzt schon ein Vorsprung. Oh, wäre das nochmal eine Zeit geworden. Unglaublich. Ah, Mann, das ist ärgerlich, dass ich da am Anfang ein bisschen zu sehr über dem Curb war. Irgendwie habe ich jetzt das Verlangen, da nochmal eine ordentliche Runde hinzulegen, mit vielleicht sogar einer 1-10. Das wäre natürlich Bombe. Bombe wäre das. So, mal ein bisschen hier so rechts. Dann aufs Gas. Ja, wunderbar. Da kann ich aufholen in der Kurve, auf jeden Fall. Ja, hier verbremst, das war nicht so intelligent. Den Drift konnte ich zum Beispiel halten. Ich habe mich nicht gedreht. Das wäre wahrscheinlich in der Perspektive anders gelaufen. So, hier schon mal eine kleine Führung. Ja, ja, war klar. Oh, zu früh wieder. Fahre ich das Ding dann halt einfach durch und fertig. Wir machen jetzt noch eine Runde hinterher, dann kann ich mich ja vielleicht nicht steigern, dann fahre ich nach Mugelob den Kram nochmal und vielleicht kann ich mich dann nochmal steigern, wenn ich so eine kleine Pause hatte. Ich muss auch langsam ins Zimmer wieder ein bisschen Luft reinlassen. Ich glaube, der Sauerstoffmangel hier geht mir langsam an die Konzentration. So, letzter Versuch jetzt. Das Geist, der sorgt dafür, dass ich nichts sehe. Ist das nicht toll? Komm, zumindest noch eine kleine Verbesserung. Wenigstens. Naja, etwas. 0,001 Sekunde wird mir schon reichen. Nur etwas. Nur als Zeichen, dass ich mich noch verbessern kann. Mist. Na, hier hätte ich ihn dann auch nicht mitbringen können. Verdammt, noch eins. So, wir gehen jetzt mal eben kurz raus. Ich denke mal, Lukas Ordonez wird gleich nochmal irgendwas sagen. Denn wir haben ja hier Gold erreicht. So. Habe ich die Goldzeit jetzt schon gespeichert? Ich weiß gar nicht. Anscheinend ja.
Gut, wunderbar, dann können wir mal rausgehen und gucken, ob er uns noch was sagt. Das wäre dann unter Umständen noch wichtig. Danke, dass Sie an allen Veranstaltungen der Gran Turismo Academy 2013 teilgenommen haben. Schauen Sie hier wieder vorbei, um schon bald exklusive Neuigkeiten zu Gran Turismo 6 zu erhalten. Gut, das war jetzt also erstmal alles, was ich hier so zeigen kann zur GT Academy. Vielleicht mache ich morgen noch eine Folge, wir haben ja morgen noch einen Slot offen. Und was ich da dann mache, weiß ich noch nicht. Also erstmal tschüss. Vielleicht kommt dann halt in Kürze wieder was. Nach dem Urlaub, denke ich mal, werde ich mich nochmal hier dran wagen. Also wenn ihr da irgendwie auf dem Laufenden bleiben wollt und noch nicht abonniert habt, dann abonniert doch einfach, dann werdet ihr es ja sehen. Ansonsten halt vielleicht morgen nochmal ein kleines Extra, was ich da mache und ob ich da was mache, weiß ich zeitlich halt noch nicht. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall mal und bis bald. Euer Troftu.